So, willkommen zurück zu Diablo 4 und es ist der Start von der Saison des Blutes und so. Ich muss gerade sagen, die sieht schon cool aus. Und wir hatten gerade ein paar technische Probleme, weil es immer noch nicht so eine gute Idee ist, auf einem PC gleichzeitig zu streamen und zu spielen, obwohl ich die Auflösung runtergesetzt hatte von meinem kompletten PC, damit ich nicht eine hohe Auflösung im Spiel habe, weil man es ja im Spiel ja nicht so gut einstellen kann. So, was hat denn das? Vampire durchstreifen Sanctuario auf der Suche nach Blut für ihre zwielichtigen Meister. Ihr müsst diese neue Gefahr aufdecken und beseitigen. Komplett neue Questreihe? Das ist das, was mich interessiert. Und Boss, haltet ein Blutritual auf, bevor es zu spät ist. Neue vampirische Mächte, was die Mechanik von Season 2 ist. Fünf wiederholbare Endgame-Bosse. Okay. Komplette neue Saisonreise. Man muss von Anfang anfangen. Neue Aspekte, neue einzigartige Gegenstände, von denen ich wahrscheinlich nie was sehen werde. Paragon-Glyphen für jede Klasse. Neue kosmetische Gegenstände. So, das ist der Charakter von meinem letzten. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir denn? Also, ich tue ein bisschen so zwischen Totenbeschwörer und Zauberer schwanken, weil Totenbeschwörer soll es ziemlich gut sein. Zauberer soll ganz schön gebufft sein. Und das Ding ist, wenn ich irgendwas von der Season-Reise bekommen sollte, würde ich. Siebter. Okay. Siebter, it is. Season Realm, please. Alles fing klein an. Namenlose Leute, die niemand vermissen würde. Tot. Weggeworfen. Ihre Kehlen aufgerissen. Die Kirche ignorierte die Morde. Selbst dann noch, als sich die Angst häufte wie die Leichen. Die Verzweifelten und Mutigen bekämpften die Verderbnis. Doch sie kamen zu spät. Es veränderte sie, tötete sie, brachte sie hungrig zurück. Ich habe diese Plage lange bekämpft. Wir brauchen etwas anderes. Einen Überlebenden mit allen Stärken und ohne unsere Schwächen. Jemand Unerwarteten. Sie werden euch nicht kommen sehen. So, da sind wir. Und es gibt hier diverse Season Pässe, die natürlich dann dementsprechend Geld kosten würden. Aber da ich auch noch nicht weiß, ob ich jetzt mehr als die Story spielen würde, würde ich, glaube ich, auf dem kostenlosen bleiben. Maximal wahrscheinlich. Es kommt darauf an, wie viel Spaß jetzt das machen wird. Bis jetzt. Man kann sich nicht mal die Belohnung vernünftig angucken. Jetzt ist das ein Stadtportal. Fields Immortal Man. Grabstein. Kann ich mir so 100% erkennen, was das für ein Grabstein sein soll. So von Aussehen her. Auf jeden Fall ein Pferd. Bisschen blutbeschmiert scheinbar. Beim 28-Euro-Dingen bekommt man Brüstungsskin und eine rote Reittierrüstung. Was ist das da? Ist das.
Ding hier. Sieht aus wie ein Weinglas, aber was zum... Also das ist wahrscheinlich das Emote. Ruhe des Vampirs. Sehr schön. Gut, dann gucken wir doch einfach mal, was uns hier so erwarten wird. Wobei ich gleich noch gucken muss, wie ich meine ganzen Spells sortiere. Dringend umgehende Hilfe für großzügige Bezahlung benötigt. Wer kämpfen kann, soll Magistrat Ohren in der Straße der Schakale aufsuchen. Okay. Was ist das da? Jägerruhmbrett. Als ein. Hä? Belohnung für Stufe 1. Wie Belohnungen zu verdienen sind. Tötet Monster. Also ein Battle Pass. Ihr wollt einen Battle Pass auf euren Battle Pass, also bringen wir euren Battle Pass in den Battle Pass. Oder was? Zumindest scheint das alles kostenlos erhaltbar zu sein. Was bekommt man da? Kommt Waffen, Rüstung, die man vielleicht dann auch in seine ganzen Skin-Sammlungen reinpacken kann. Da fängt es wahrscheinlich hier bei den epischen erst an, gut auszusehen. Nette Streitachse, oder was das sein soll. Bisschen blutige Rüstungen. Ja, ist okay. Weil, wenn man bedenkt, dass man das hier jetzt kostenlos sich noch erarbeiten kann, ist es okay. Kann man machen, ja. Unsere Retterin. Die Vermissten müssen sich nicht mehr fürchten. Ist das so? Es werden Leute vermisst? Jeden Tag werden es mehr. Mein Volk hat schon Angst, überhaupt noch vor die Tore zu treten. Ach, aber nun seid ihr da. Für eine Heldin wie euch ist das sicherlich ein Kinderspiel. Ja. Keine Sorge. Ich werde dem nachgehen. Fantastisch. Meine Händler können aufatmen. Ich kann euch zeigen, wo die letzte Karawane verloren ging. Bringt die Entführten nach Hause, dann... Nun, dann könnt ihr euch eure Belohnung aussuchen. Okay. Und was tust du hier? Nun, ich bin lediglich ein bescheidener Diener der Händler in dieser Stadt. Ihre Sicherheit zu Hause, wie auf ihren Reisen, ist mein einziges Anliegen. Hm, ist klar. Ihr könnt euch also vorstellen, warum diese Situation so bald wie möglich gelöst werden muss. Okay, ein Held wie ich, Level 2, hat die Stadt noch nie verlassen. Bestimmt eine gute Idee. Apropos, ich habe ein Pferd. Sehr schön. Sie sollen irgendwas mit den Pferden geändert haben. Bin ich gespannt. Ja. Das fühlt sich ein bisschen anders an. Aber ich habe jetzt auch lange nicht gespielt, also dementsprechend weiß ich jetzt nicht 100%. Aber ja, ja. Ja, hat was auf jeden Fall. Ja, wobei das Schlimmste war ja damals eigentlich nicht das Pferd an für sich, sondern dass man... Schalten wir mal den Weg frei, wenn wir hier schon sind. Das Problem war ja eher, dass man ständig durch irgendwelche Lags oder irgendwas angehalten wurde. Dass man da 5 Minuten steht, weil ein Levelübergang war. Das war ja das Nervige eigentlich nur. Okay, da ist irgendwas. Level 3, yay.
Mystical Frost Aura. In die Richtung gleich. Wo ist mein... Da ist mein Ding gewesen, ne? So. Ah, eine Höhle am Wegesrand, okay. Göttlichkeitspakte kann aus Helmen gefunden. Was? So. Das war die Frostnova. Ah, da ist es der Blitz. Ein Sarg, aus dem es leuchtet. Opulenter Sarg. Ein Biss. Und nun seid ihr mein. Was war das? Er hat mich gebissen, I guess. Ewigkeit, Wildheit, Göttlichkeit. Dies sind die Mächte eures gestohlenen Geburtsrechts, die im Blut der Menschheit schwinden. Nehmt das Blut, holt euch euer Geburtsrecht zurück. Okay. War halt quasi nur, dass er mir die Season-Fähigkeiten gibt. Ne? Verwendet mächtiges Blut auf den Season-Reiter auf eurem Inventar. Habe ich noch nicht frei. Was ist das für ein Totenschädel-Ding? Gewährte Pakte. Okay. Nee, bei der letzten Season hatte ich halt ein bisschen gespielt und es hat halt einfach keinen Spaß gemacht wegen diesen ganzen mitlevelnden Gegnern. Ne? Ist wohl ein Hinterhalt. Ihr da, helft mir! Noch ein Opfer des Magistrats? Ihr passt gut in sein bevorzugtes Beuteschema. Okay, hi. Was geht hier vor sich? Hab selbst nach dem Magistraten gesucht. Die Mitglieder dieses Vampirkults verbergen sich an mehr Orten, als einem lieb ist. Schaut euch nur selbst um. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ja, sehe ich. Man hat mich ins Grab der Geheiligten gerufen. Dem Meister muss der Wanderer gefallen haben, den ich geschickt habe. Hatte dabei ein gutes Gefühl. Das Blut stammt von Menschen, Dutzende Opfern. Seltsamerweise ist es noch warm. Klingt jetzt auch nicht sehr angemessen. Da hinten soll ich noch was ansehen. Zwei Barbaren, ein Druide, ein naseweise Zauberer, nicht ansatzweise genug. Der Meister braucht mehr Blutsucher, viel mehr. Fündig geworden? Lasst sehen. Wissen wir, wo sich der Magistrat aufhält? Ich weiß es. Und mit euren Hinweisen kann ich... Das ist eine Bisswunde. Ihr verwandelt euch, nicht wahr? Der Tiefe der Wunde nachzuurteilen, hätte das allerdings schon passieren müssen. Verdammt, ich kann mich damit nicht aufhalten. Ich muss dem Magistrat nachsetzen und ihr müsst mitkommen. Okay. Vampirische Mächte. Ihr könnt nun vampirische Mächte erhalten. Eure neue Macht befindet sich auf dem Saisonreiter. Unvergänglich. Das Wirken von Fertigkeiten heilt euch. Okay. Hm.
Wenn sie das sagen, dann ist das so. So, egal, wir scheinen eh noch nicht genug Punkte zu haben. So, seid ihr bereit? Das bin ich, aber es lässt sich nur schwer sagen, was genau uns dort drinnen erwartet. Es könnten weitere Vampire sein. Es könnte der Magistrat sein. Es könnte gar nichts sein. Hoffentlich seid auch ihr bereit. I don't know. Ich bin mal gespannt, wie lang die Storyline von dieser Season ist. Letzte war, glaube ich, irgendwie 2 bis 4 Stunden irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe noch, dass ich 2 Parts hatte. Das heißt, es müsste mindestens 2 Stunden wahrscheinlich sein. Mal sehen, wie viel das hier läuft. Ich weiß auch, dass ich zwischenzeitlich... Nein! Da ist er tot. Ich weiß auch, dass ich zwischenzeitlich ganz schön viel grinden sollte. Was jetzt? Der Magistrat war das Bindeglied zwischen uns und dem Anführer der Vampire. Hierdurch werden die Dinge auf anstrengende Art und Weise komplizierter. Okay. Ihr solltet hier alles absuchen. Protokolle, Dokumente, was ihr auch finden könnt. Ich werde nach Cat Bardu zurückkehren, um mich bei ein paar Kontakten umzuhören. Okay, ich soll Dokumente durchsuchen. Dann fangen wir mal an. Das Transportverzeichnis legt fest, dass sämtliches Blut sofort nach der Ernte an jemanden namens Adrine überbracht werden soll. Der Aufstieg naht. Es ist gut, alleine zu sein. Ihr habt noch so viel zu sehen. Okay. Er hat mir quasi eine geheime Tür öffnen lassen. Erstmal Fertigkeitsstück, der mir schon mal gefehlt hat vorhin. Dinge tun. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ich versuche jetzt ein, zwei Mal schon zu gucken, aber irgendwie. Okay, Fleisch scheint eines dieser neuen Sachen zu sein. Kind des ewigen Konflikts, das auf den Sieger wartet, der es als Diener aufnehmen soll. Beantwortet mir eine Frage. Habt ihr euch jemals so gefühlt, als wäret ihr mit einem Strick um den Hals geboren, der von eurer Mutter und eurem Vater geknüpft wurde? Von okay, Buggy-Tür. Und von Engeln bedroht. Wie bekämpft man das Unendliche, wenn das eigene Ende so nah ist? Das Argument? Keine Ruhe hier.
Aber es klang so, als ob er was fallen lassen hat. Die Hintergrundmusik erinnert mich ein bisschen an den ersten Dungeon von Diablo 1. Kommt näher. Ich spüre, dass das Blut in euch wie kein anderes ist. Vampirfürst Seer. Du musst derjenige sein, der die Vampire anführt. Sie sind die Blutsucher meiner Wiedergeburt und die Vorboten meines Aufstiegs. Genau wie ihr es seid. Okay. Ich heiße Seer und gehöre zu den Urahnen und ihr werdet mir dienen. Niemals. Unmöglich. Warum verwandelt ihr euch nicht? Ich kenne euer Blut. Ich... jetzt verstehe ich. Das ist wahrlich Blut wie kein anderes. Aber das ändert nichts. Ihr verdient mehr, als an die Sterblichkeit gekettet zu sein. Und je mehr ihr dürstet, desto mehr werdet ihr das einsehen. Feuer und Flamme. Achso. Ja. Ein paar Leute gekillt. Ich habe frische Blutköder dabei. Ich danke euch, Fremde. Okay. Ernten. In bestimmten Abständen fallen Vampirhorden in Gebieten Sanctuarius ein. Töte Vampire, rette Zivilisten und sammle Blutköder. Besiege Vampire, um euren Ruhm bei den Jägern zu steigern. Achso, bis ich die 1 da rechts erreicht habe. Nehmt diese Vorräte und eilt. Sie könnten bald über euer Lager herfallen. Einer. Ich habe den wahren Anführer der Vampire getroffen. Er ist ein Urahn namens Seer. Ein Urahn? Und ihr habt mit ihm gesprochen? Und es überlebt trotz eures Vampirismus? Das könnten wir nutzen. Vielleicht müssen wir das auch. Erklärt. Es heißt, dass es einst Vampire unter den Urahnen gegeben habe. Doch das ist schon lange her. Vielmehr weiß ich selbst nicht. Was ich aber weiß ist, dass es in Havesa eine uralte Grabstätte gibt. Sollten wir einen Vampir aus jenem Zeitalter in annehmbarem Zustand und potentes Blut finden, gibt es Rituale, die ich versuchen könnte. Okay. Betretet mit Iris das stickende Mausoleum. Ewigkeitspakt. Okay. Was ich auch machen kann, ist neue Tränke holen. Boah, stärkere Tränke.
haltet hier ein Auge nach intakten Überresten offen. Am besten minimieren wir das Risiko und nehmen nur den Schädel. Dann brauchen wir nur noch potentes Blut. Sie ist Vampire, werden davon reichlich in ihren Blutbrunnen haben. Okay, wir brauchen, müssen wir Dinge sammeln. Man kennt's. Ich bete, dass dich dieser Brief in Sabinzett erreicht, bevor du abreist. Ich ertrage den Gedanken nicht, wie du durch den Sumpf wartest, ohne meine Stimme in der Tasche zu haben, die dich nörgelnd antreibt. Du wirst Akarats Grab finden. Das spüre ich in meinen Knochen. Lass dich vom Licht leiten. Und möge unsere Liebe dein Mut sein. Okay, random Kreuzritterbrief. Ist okay. Es ist nicht so, als ob ich irgendwie was Neues hinpacken könnte gerade. Alter. Der Typ hat mich gerade aufgehalten. Oh, Artillerieschrank, sehr schön. Ja, Artillerieschein ist leider vorbei. Da ging man ganz fix jetzt durch hier. So, bevor ich da reingehe. Ach so, wahrscheinlich sind die, warte. Nee, hat sich nicht geändert. Egal. Ist eh noch Low Level. Yeah.
So, das war nichts. Aber wir müssen noch ein paar davon zerstören. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Die Särge sind neu. Ihr seid noch im Besitz eurer vollen geistigen Kräfte? Keine seltsamen Gefühle? Überanstrengt euch nicht. Okay, scheinbar sollten wir das finden gerade. Gut, es ist soweit. Legt den Schädel in das Becken. Okay. Öffnet das Ventil am Blutbrunnen, um das Becken zu füllen. Dann legen wir los. Eure Macht wächst. Fühlt ihr denn wirklich nichts Außergewöhnliches? Ihr guckt mich an. Was? Wer weckt mich auf? Ich. Wenn das noch eine Sackgasse ist. Ist das Ding am Leben? Am Leben? Ja. Ansprechbar? Weiß nicht. Wo ist mein... Was habt ihr mit meinem Körper getan, Leer? Wir suchen nach Fürst Seer. Allein dafür, dass ihr den Namen dieses Bastards in den Mund nehmt, sollte ich euch ausweiten. Lügner, Verräter, Blutsauger. Ewiges Leben hat er mir versprochen. Und jetzt seht mich an. Dann wart ihr wohl sein Untergebener. Aber etwas lief schief? Es war im Sommer, Herbst. Als ich in die Stadt im Untergrund ging, um zu schlafen, lag Laub auf dem Boden. Ich sollte warten. Was mache ich jetzt? Er meint bestimmt die Stadt der Urahnen. In Bezug auf eine Wiederbelebung würde das naheliegen. Ich rieche ihn an euch, will auch euch verwandeln, lechzt noch immer nach dem Aufstieg. Ich werde euch helfen, ihn zu töten, und dann werde ich schlafen. Life goals, I guess. Blutportal. Sor mit bizarren uralten Runen der Urahn versiegelt. Eine Schlitzerei in der Mitte zeigt eine gekürte Gestalt in einem Sarkophag, die mit geöffneten Juwelenaugen schläft. Da kommt was. Oh. Wann kommt mal nicht was? Diese Barriere kenne ich. Wir können sie nicht überwinden. Wir müssen hier raus und zwar schnell. Da ist ein Portal. Okay, benutzen wir es. Und nun? Sie hat die Stadt der Urahn versiegelt. Nur ein besonderes Ritual öffnet eine solche Tür. Und ich brauche Zeit, um mich zu konzentrieren und es vorzubereiten. Ihr geht doch nicht etwa in die Stadt der Urahnen, oder? Lasst euch einen Rat geben. Wenn ihr die Unvergänglichen treffen wollt, müsst ihr selbst unvergänglich sein. Kämpft gegen die Blutsucher, schwächt seine Truppen, verleiht euch selbst seine Stärke. Grindet. Moment. Ich habe das schon einmal gesehen. Bei jedem Menschenschlag, der meinte, er könne das Risiko eingehen. Das würde euch verändern, noch über den jetzigen Grad hinaus. Wir können einen anderen Weg finden. Kein anderer Weg. Kein Grund für einen anderen Weg. Schlag den Bastard mit seinen eigenen Waffen. Warum nicht? Mir liegen Informationen zu mehreren Blutsuchern und ihrem Aufenthaltsort vor. Verwendet sie nur, wenn euch danach ist. Dann wäre Sanctuario sie wenigstens los. Okay. Folianten? Ja.
Namen und Taten der Untergebenen von Fürst Ziel. Jetzt soll ich Leute töten. Die überall auf der Welt verteilt sind. Dafür habe ich jetzt aber keine Zeit mehr. Das heißt, das mache ich also beim nächsten Mal. Ja, warum auch nicht? Level 22? Level 22? Oh, passt doch eigentlich. Das passt doch eigentlich. Gut, dann gucke ich beim nächsten Mal, dass ich die, dass ich Norwalk Kasbak Physiana Adrin und Zogna töte. Ja. Dementsprechend danke fürs Zusehen.